Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver and the Randomizer Nuzlocke Challenge. Mino, du musst weiterreden, ich muss aufstoßen. Hi. Ach, sehr gut, wir sind hier. Jetzt geht's los. Kai, mein Name ist Kai. Kai, hallo Kai. Wir kämpfen gegen Kai. Wusstet ihr schon, dass wir gegen Kai kämpfen? Marc. Sein stärkstes Pokémon ist übrigens auf Level 16. Oh. Weberak. Ah nee, auf Level 17 sogar. Weberak ist sein stärkstes Pokémon. Ja, sieht so aus. Und wenn es auch das gleiche Item trägt wie im Original, dann hat es eine Zitrobeere. Okay. Die es nicht einsetzen kann, weil Ente, okay. Ich hab keinen Bock auf Kämpfe. Ich hab gesagt, dass... Oh, Giflor. Giflor ist auch ein sehr schönes Pokémon, wie ich finde. Ja. Ich habe immer früher Giflor und Duflor verwechselt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieses schöne Pokémon nicht Duflor heißt, weil es muss ja unglaublich gut duften durch diese Riesenblüte. Und das andere ist klein und hässlich und zappert und muss deswegen Giflor heißen. Das ist legitim. Das hat mich total lange in die Irre geführt, bis ich das irgendwann mal gecheckt habe, hey, das ist genau andersrum. Es ist aber tatsächlich ein legitimer Punkt, muss ich sagen. Ja. Und noch ein Giflor. Ich wollte übrigens mal kurz angemerkt haben, dass dieser Kampf gerade extrem schwer ist. Er hat ganze 20 Sekunden gedauert. Also noch geht der Kampf. Gleich setzt es Explosion ein oder so. Okay, jetzt bist du schon mal langsamer. Das heißt, du kannst, wenn es ganz schlecht läuft, jetzt sogar Schaden nehmen. So, 3 KP oder so. Oh, ich werde Schaden nehmen. Mann, ich habe verloren. So ein Mist. Die Challenge verloren. No Hit Challenge. Oh, schau das mal an. 10 KP. Oh. Wenn es eventuell sogar 20 KP Schaden. Aber es wird nicht reichen, sich aufzuheilen. Oh mein Gott, ich habe in diesem Kampf 20 KP Schaden genommen. Das ist nicht nur diese Challenge ist verloren. Ich muss das. Die nächste ist auch gleich verloren. Das geht übergreifend auf die nächsten Challenges. Ach so. Es ist jetzt so eine Sache. Genesung ist im Competitive einer der wichtigsten Moves. Mach halt Einigler weg. Oder Umwandlung. Einigler, das Problem ist, Einigler ist halt wirklich gut, weil es verstärkt halt die Abwehr, logischerweise. Und Umwandlung. Ja, aber benutzt du es auch wirklich? Du hast recht. Und Umwandlung 2 habe ich halt genommen für den Fall, dass irgendwo noch ein Gegner kommt, der so stark ist und auf Ente sehr effektiv ist. Weil da kann ich. Zum Beispiel ein sehr starkes Kampf-Pokémon. Da mache ich Umwandlung 2. Ja, Hariyama. Ja, dann mache ich Umwandlung 2 und dann wird Ente einfach mal so zu einem Geist-Pokémon. Ach so. Ja. Und deswegen habe ich mal gedacht, das sollte ich vielleicht behalten noch. Weil könnte eine Nuzlocke-Challenge vielleicht nicht ganz unpraktisch krass sein. Krass, das wusste ich gar nicht. Ich habe es auch erst durch diese Nuzlocke-Challenge herausgefunden. Beim letzten Mal, wo wir Ente gefangen haben und nicht wussten, was Umwandlung und Umwandlung 2 macht. Kehrtwende. Kann irgendeiner Kehrtwende lernen? Kehrtwende ist halt ein echt guter Angriff. Also ich mag Kehrtwende wirklich sehr. Feuerarsch. Will ich Feuerarsch Kehrtwende lernen? Noch nicht, aber vielleicht später. Nee. So. Und du weißt, was uns jetzt bevorsteht, Mina. Er sollte jetzt kommen. Denke ich. Ich dachte, er kommt schon lange, aber er ist nicht erschienen. Deswegen denke ich mal, dass er jetzt kommt. Denke mal, du weißt, wen ich meine.
Er wird uns das Leben schwer machen. Türgen 2? Es wird Dieter Bohlen sein. Nein, Türgen. Oder Türgen. Sind beide scheiße. Wobei, ich mag Türgen eigentlich. Es ist ein sehr interessanter Kontrahent, wie ich finde. Ja, yeah, eigentlich das sogar der Beste. Eigentlich sogar der Beste. Es ist ein sehr interessanter Kontrahent. Weil er halt von Anfang an... er ist ja dieser böse Kontrahent, weißt du, für den Pokémon nur Werkzeuge sind. Und so. Weißt du, was das Geile ist? Das ist mir nie aufgefallen. Das spiegelt sich in seinem Kampfstil wieder. Ist dir schon mal aufgefallen in diesem Zusammenhang, dass Türgen nie ein Heil-Item benutzt? Nein. Ist aber so. Krass, aber es ist ja auch interessant, weil hat er nicht früher auch seine Pokémon sogar mit Frustration gespielt? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das würde ich... Kann sogar sehr gut sein, weil es ist, wie gesagt, es ist ein unglaublich gut durchdachter Kontrahent. Also dementsprechend kann das sogar sehr gut sein. So, starten wir den Kampf! Türgen! Yay! Es wird schwer. Ich habe den Kampf extrem schwer in Erinnerung. Ach komm, der wird easy peasy. Was hat er denn nochmal? Ja. Türgen 2! Er hat 3 Pokémon. Ich glaube, die haben auch alle einen sehr hohen Level. Oh mein Gott, Wampel, wie sollst du das nur schaffen? Er hat halt einen sehr hohen Level, wenn ich mich nicht irre. Mit seinen anderen Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen Wampel klarkomme. Das ist halt das Problem, weil Wampel ist halt schon eine Übermacht. Ja. Ich verstehe all deine Bedenken. Mina? Ja? Du magst doch Haspirohr. Ja. Hast du Bock auf einen Haspirohr-Sweep? Nein. Du hast keine Wahl, er wird kommen. Er wird kommen, das Wampel kann mir nichts tun. Und ich booste jetzt meine Verteidigung so lächerlich in die Höhe, dass es mir egal ist, dass ich langsamer bin. Und wieso dann tust du das? Und dann kommt ein spezielles Pokémon. Ich mag sowas. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann booste ich mein Pokémon so hoch, dass es ein Run wird. Es wird einfach vernichten. Ja, privat, aber doch nicht in einem Let's Play. Doch, das wird jetzt... Nein. Es wird jetzt geschehen. Es tut mir so leid, ich entschuldigere mich vor allen Dingen. Ich entschuldige mich für Spike. Der steht in keiner Relation, was er euch da antut. Es muss sein. Es muss und sein. Und was er mir antut, denn ich werde dieses Video ja auch noch ansehen. Es muss sein. Es muss jetzt sein. Im Übrigen, Schnuffi, ich mag meinen YouTuber-Namen nicht. Schnuffi? Gut, dann halt Helmut. Ich bin einer dieser Leute. Morlord, das ist tatsächlich okay. Warum benennst du dich da nicht um? Naja, es war jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Ich mag meinen YouTuber-Namen, sage ich jetzt mal, aber ich mag es nicht, wenn ich mit meinem YouTuber-Namen angesprochen werde, tatsächlich. Na gut. Sagen wir es lieber so. Weil irgendwie... Sag ich halt für immer nur noch Helmut. Es ist halt dann dieses merkwürdige... es ist halt irgendwie richtig, aber gleichzeitig doch wieder falsch. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der Run ist jetzt schon vorbei. Oh mein Gott! Ich hab's gesagt, dann kommt ein spezielles Pokémon. Ich hab's gesagt. Du hast also ganz, ganz, ganz umsonst unsere Zeit verschwendet, ja? Dies ist vollkommen richtig. Habe ich gern gemacht. Toll. Das Gute ist, der Spezialangriff von Porygon ist jetzt gestiegen. Oh mein Gott, wie langsam ist Morlord, bitte? Es ist Morlord, guck es dir an. Ente hat jetzt gerade einen Spezial... einen Init-Minus-Drop bekommen. Einen Init-Minus-Drop. Das ist doppelt gemoppelt. Haspirohr Level 15.
Hudox. Hudox, oh. Es ist okay. Ich mag Pudox. Viel lieber als Papinella. Das ist tatsächlich das, was ich gerade sagen wollte. Ich mag jetzt Pudox nicht unbedingt sehr. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Pudox und Papinella, ich denke mal, ich würde Pudox nehmen. Rein vom Optischen. Aber ich mag auch Bibo lieber als Smetbo. Aber da ist es wieder was anderes. Da ist es wieder was ganz was anderes, weil ich liebe Bibo. Ich feiere Bibo viel zu sehr. Ich feiere Bibo mehr. Bibo ist okay. Ich feiere Bibo mehr, als ich es sollte. Viel mehr, als ich es sollte. Ja, komm, bla bla bla. Laber nicht so viel. Gut. Nein, hallo, er muss dir erstmal sagen, wie schwach alle sind, obwohl er gerade verloren hat. Stimmt, das ist auch immer dieses Problem mit ihm. Das heißt, er verliert die ganze Zeit und dann beschwert er sich über Schwächlinge. Oh, aber ich liebe ihn. Es ist, wie gesagt, so ein genialer Kontrahent, so ein genialer Widersacher. Es ist wirklich genial, das muss man wirklich sagen. Eigentlich ist es ja auch ganz schön krass, oder? Schwester Joy sagt jedes Mal zu dir, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, du wirst bald wieder zerlegt. Ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe, dass deine Pokémon bluten und leiden, damit du wieder hierher musst. Yay! Okay, Schwester Joy, okay. Es ist halt echt irgendwie... Nee. Nicht gut. Muss ich schon in den Steineichenwald? Ich weiß es nicht, ich gehe einfach mal rein. Ja, muss ich. Hi. Oh nein, Porenta, Bäume, vielleicht einfangen. Kann ich? Porenta, 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 Porenta. Yay! Als ob es hier kein Gamma geben würde! Was haben wir im Steineichenwald? Schlurpleck! Tja. Oh mein Gott, als ob es hier kein Gamma geben würde! Ich liebe Kangama. Ich meine, schau dir doch mal das kleine Kangama-Baby an. Wie so zu Mami hoch. Es ist so süß. Vor allem Kangama ist auch richtig stark. Kometenhieb ist halt auch... Ja, Kangama ist wirklich stark. Vor allem die Mega-Entwicklung. Alter, das ist so lächerlich. Diese Mega-Entwicklung von Kangama ist so lächerlich. Die gab es hier noch nicht, ist ja klar. Aber die ist so lächerlich. Das ist eine von diesen Mega-Entwicklungen, wo ich mir aber dann wirklich denke, what the fuck habt ihr euch dabei gedacht? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu programmieren? Es schaut jetzt da lang. Okay, ich halt so rum. Feuerriegel, hätte es ja auch gegeben. Iglava. Sollte aber ordentlich Erfahrungspunkt geben. Okay. Okay. Hab dich! Das ging schnell. Aber es sind noch zwei. Oh, noch eins, okay. Es gibt mehrere, okay. Bin mal so frei. Das sollte das wesentlich angenehmer für uns machen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Zufallskämpfe zwar geil sind, aber irgendwo, sie können halt sehr nerven. Es zählt nicht, okay? Es zählt nicht, wenn ich es von der Seite erwische. Wow, Schutz wirkt nicht mehr. Hä, aber wenn...
Nee, das ist alles Quatsch. Warte mal, kann ich dich da weglocken? Ja, kann ich. Du bist jetzt da. Da unten ist nichts. Wo locke ich dich jetzt hin? Dahin. Einmal so. So. Und dann komme ich hier nicht vorbei, oder? Komme ich da jetzt einfach so vorbei? Ich kann es dir nicht sagen. Oh, warum nicht? Ding, ding, ding. Mir ist jetzt, glaube ich, schon eingefallen, wie ich es machen muss. Ist das... Ich bin nicht in der Lage nachzudenken heute. Ich bin irgendwie so ermüde. Okay. Ich hätte jetzt Lust aufzustehen, mir ein Energy zu holen. Und das werde ich auch definitiv. Ich hab's. Einmal so. Ja, und jetzt... Ach so. Yo, Digga. Es läuft sofort weg, wenn du über das Dings läufst. Aber wenn es dann noch stehen bleibt und sich nur umdreht, dann ist es ja cool. Es dreht sich nur in deine Richtung, ja. Beide sind zurück. Danke, auf mich hören sie ja nicht, weil du keinen Orden hast. Ja, aber echt Glück. Gib mir endlich den Zerschneider. Ist Zerschneider stark? Soll ich den jemanden beibringen? Könnte ich Porygon beibringen? Nein. Würde ich nicht machen. Ich warte halt lieber auf Stärke, weißt? Weil Stärke ist halt wirklich... Es ist Stärke. Stärke ist der beste Normalangriff. Ich liebe Stärke. Ich muss aber irgendjemanden Zerschneider beibringen. Aber wem? Schlurbleck. Ich nehme Schlurbleck. Schlurbleck? Ja, ich nehme jetzt einfach mal Schlurbleck mit ins Team. Als, VM-Sklaven. So, ich möchte Pokémon bewegen. Danke. Ach ja, das ist ja Schlurbleck. Ich habe Schlurbleck die ganze Zeit mit Schluckwech verwechselt und war voll verwirrt. Ich dachte, hä, wir haben noch gar keinen Schluckwech gefangen. Okay. Ja, ich bin dumm. Nein. Wie gesagt, ich bin heute einfach so müde und kaputt. Ich bin überhaupt nicht... wach. Weißt, Mino, du bist so diese Definition, man kann nicht sagen, dass du irgendwie tollpatschig bist oder sowas, weil, du bist nicht tollpatschig, du bist ja mehr toll, als du patschig bist, deswegen bist du patschig toll. Ah, okay. Du bist patschig toll. Oh mein Gott, es kann wirklich Zerschneider lernen, oh, ein Glück. Gourmet ist halt schon ein guter Name für ihn. Irgendwie ja schon. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht unbedingt das schwächste Pokémon. Ich mag es halt einfach nur nicht. Und ich glaube, es geht dir doch sicher genauso, oder? Ich meine, gibt es irgendjemanden, der Schlurbleck mag? Es ist halt interessant. Das hast du jetzt sehr freundlich formuliert. Ja, ne? Sowas kann ich gut. Das hast du überaus freundlich formuliert. Es ist speziell. Oh. Es ist eben sehr eigen. Oh mein Gott, wie viel Schaden hat das zugefügt? Aua. Ah, ich habe mich nicht geheilt, kann das sein? Ich war nicht im Pokémon Center. Ich war im Pokémon Center. Doch, du warst im Pokémon Center. Ja, aber ich habe mich nicht geheilt. Oh, oh, ach so. Ich meine... Das war dann... Aber du hast ja eh keine KP verloren. Doch, hatte ich. Ah ja, stimmt. Von dem Kangama. Und, ein bisschen was von dem Igelava. Ach ja, ich vergaß. Und dann hatte ich auf einmal nur noch halbe KP und, dann habe ich mir so gedacht, halbe KP in der Randomizer Nuzlocke Challenge, vor allem Nuzlocke Challenge, nee. Level-Ups sind immer gut für Haspiroa. Weil durch Level-Ups bekommt man
5 Freundschaftspunkte, wenn ich mich nicht irre. Echt? Mhm. Ich glaube 5 sind's. Oder sind es sogar 10? Es kommt drauf an, was du für ein Freundschaftslevel schon hast, ja. Es kommt drauf an, was du für ein Freundschaftslevel hast. Je höher dein Freundschaftslevel ist, desto weniger Punkte bekommst du pro Aktion. So war das. Und ich hätte mit Schlappohr gegen den Arena-Leiter kämpfen sollen. Oh mein Gott. Mit Haspidor. Ja, das hätte viel gegeben. Ja, das hätte auch nochmal 5 gegeben. Und hast du dir wehgetan? Ja, ich bin mit meinem Kopfhörerkabel an meinem Mikrofonkabel hängen geblieben und habe meinen Kopf bewegt. Warum tust du sowas? Ruckzuckieb! Ja, weil ich patschig toll bin. Du lernst, du lernst. Sehr schön. Oh, ich habe gerade das Fenster aufgemacht und das war die klügste Entscheidung meines Lebens. Meinst du, warum mein Fenster die ganze Zeit schon offen ist? Ja, aber wir haben heute nur 20 Grad. Hm. Ja, aber PC und so, das bringt halt... Es bringt halt wirklich viel Hitze rein. Jetzt. Wo gibt es noch überall Fritzelblitz? Für was bist du der Encounter? Bist du der Encounter für Zubat? Gibt's im Steineichenwald Zubat? Gibt's einen Ort, wo es keine Zubat gibt? Dieser Schrein ist eins der dümmsten Dinge, die jemals entwickelt wurden. Ich hasse ihn so sehr. Weil er wird reingebracht, dann sagen alle Charaktere, alle NPCs da drin, oh mein Gott, ja, da schreit voll Celebi und alles gut, Wächter des Waldes und da kann man Celebi treffen und da kannst du Celebi treffen und da musst du deine Maraca schütteln und da. Und im Endeffekt kriegst du da drin nicht Celebi, es sei denn, du warst auf einem Event. Und wer zum war auf einem Event? Japaner. Sonst noch? Deutsche Touristen in Japan. Ja, das ist auch wieder wahr. Und wir haben halt dann einfach nur den Schrein und es stapeln sich dann die Gerüchte. Du musst dieses und jenes Pokémon leveln, dann in die Pension bringen. In der Pension musst du es drin lassen und hoffen, dass es ein Ei gibt. Wenn es ein Ei gibt, musst du dieses Ei ausbrüten und das Pokémon auf Level bla 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 bringen. Mit diesem Pokémon musst du dann in den Steineichenwald gehen und Schutz einsetzen, weil dir kein wildes Pokémon begegnen darf. Denn das erste wilde Pokémon, das dir begegnet, wird ein Celebi sein, wenn du bis zu dem Schrein rennst und den Schrein ansprichst. Das waren Schulhofgerüchte. Ja, ich hatte nie Schulhofgerüchte. Was? Das ging alles an mir vorbei. Alter, Mew unter dem Truck, also bitte. Komm schon. Nein, das ging sogar auch an mir vorbei. Echt jetzt? Mew unter dem Truck? Ich hatte keine Freunde. Ich auch nicht, aber trotzdem hört man das. Nee. Okay, Entschuldigung, ich hatte einen Freund. Einen. Ich hatte viele Freunde. Einen. Fantastisch. Ich hatte viele. Einen. Das ist viele Freunde. Hey, das ist mehr. Einer reicht das auch voll. Mehr als keiner. Das stimmt. Yay. Mina, wollen wir den Part beenden? Nachdem du da eh schon die ganze Zeit nur so rumstehst. Ich glaube, es sollte eine gute Idee sein. Ja. Dann würde ich mal sagen, ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle einfach mal wieder. Wenn wir den Steineichenwald. Wenn wir den Steineichenwald schön durchqueren und... Oh mein Gott, mir fällt gerade was ein. Mina, kriegt man hier nicht Kopfnuss? Kann sein. Oh, ich habe eine Attacke für Haspirohr. Eventuell. Ich muss schauen, wie stark Kopfnuss ist. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war dann jetzt bei Pokémon Soul Silver der Randomizer Nuzlocke Challenge für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.